Ground and pound. Ground, pound. Ground and pound. Ground, pound. Ground and pound. Ground and pound. Hallo und willkommen zurück zu Ground and Pound Radio. Wir blicken zurück auf UFC 168 Silver vs. Whiteman 2. Mein Name ist Moritz Binder und bei mir sind Ground & Pound Redakteur Martin Tauer. Hallo alle zusammen. Und von Cuidado Sports Simon Königke. Moin moin. UFC 168, wenn wir uns mal die Fightcard anschauen, wirklich von oben bis unten fantastische Kämpfe. Muss man wirklich sagen, ein sehr, sehr gelungener Jahresabschluss für ein Jahr, wo wirklich viele auch gesagt haben, das war wahrscheinlich das beste Jahr für MMA und die UFC, und da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Und wie gesagt, dafür wirklich der perfekte Jahresabschluss. Ich war auf jeden Fall sehr unterhalten, gab viele tolle Momente, und einer davon, würde ich sagen, bevor wir nämlich zu den Hauptkämpfen kommen, wagen wir noch einen kurzen Blick auf die Vorkämpfe, denn Dennis Siver war mal wieder in Aktion zu sehen, und mit Manny Gambirian hatte er auch gleich einen recht unangenehmen Gegner, oder? Ja, das auf jeden Fall. Und wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, dass hier das Grappling eine entscheidende Rolle spielen wird. Ja, ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass Siver dann tatsächlich den Kampf über das Grappling auch gewinnen wird. Also die letzte Runde gehörte ja auf dem Boden ganz ihm. Und ja, da war ich schon überrascht. Also er hat nicht dieses entscheidende Kampfende bekommen, was er sich wahrscheinlich gewünscht hat, also TKO oder sowas. Aber allein dadurch, dass er schon am Boden gegen einen hochrangigen Judoka gezeigt hat, was er drauf hat. Und also ich denke mal, das war schon ganz schön wichtig. So stark hätte ich Dennis in dem Kampf auch definitiv nicht erwartet. Und die Takedowns, die er gezeigt hat, die waren auch einfach echt spitze. Also damit habe ich absolut nicht gerechnet, was er mit seinen Kicks anstellen kann. Das wissen wir ja alle. Aber Daumen hoch für die Takedowns, das war einfach klasse. Absolut. Also ich muss auch sagen, ich neige auch dazu, den Dennis ein bisschen zu unterschätzen, vor allem was eben das Grappling angeht. Aber seien wir ehrlich, wenn wir mal zurückschauen auf die letzten Kämpfe von ihm, also er hat mich wirklich bisher jedes Mal positiv überrascht, dass sein Grappling doch so gut aussieht. Und gerade für jemand wie Manuel Gambirian, der regulär mit Leuten auf Olympianiveau trainiert, wenn es um Grappling geht, und der selber einfach schon so eine fantastische Erfahrung im Judoka-Bereich besitzt und der einfach auch so ein massiver Kerl ist, der einfach so gut im Grappling ist, dass der Dennis da einfach teilweise Momente hingezaubert hat, wo ich gedacht habe, okay, der submittet jetzt tatsächlich den Manny Gambirian. Also das war schon echt verdammt schön anzusehen, auch wo er dann mehrfach sich den Rücken von dem Gambirian geholt hat. Also wie gesagt, Gambirian ist jetzt ein relativ unangenehmer Gegner für ihn gewesen, einfach schwierig zu kämpfen. Und Dennis, wir wissen ja, er würde gerne im Standkampf bleiben. Gambirian, da sah es wahrscheinlich anders aus. Aber wie wir gesehen haben, der hat auch auf jeden Fall ein ordentliches Pfund in den Fäusten. Und einfach schwierig für Dennis, da es einfach, wie gesagt, ein schwieriger Gegner ist, von dem er jetzt wahrscheinlich nicht so viel gewonnen hat, wie er es jetzt gegen jemanden bekommen hätte mit einem etwas größeren Namen. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall wieder eine klasse Leistung, die ihn auf jeden Fall auch wieder ein bisschen weiter nach oben bringt. Und meiner Meinung nach hat er es wirklich jetzt auch verdient, wirklich einen Top-Gegner zu bekommen. Und ich persönlich würde es sehr, sehr gerne sehen, wenn es zu dem Kampf mit Dustin Poirier kommen würde. Beide sehen einfach im Federgewicht aktuell unglaublich gut aus, haben tolle Kämpfe gehabt. Beide haben jetzt gegen Cub Swanson verloren. Beide Male waren es auch sehr, sehr unterhaltsame und spannende Kämpfe. Und ganz ehrlich, wenn ich mir so die Kämpfe von Dustin Poirier und Dennis angucke, also ich kann mir vorstellen, das wäre ein Matchup, das wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute begeistern würde. Was haltet ihr davon? Da ist auf jeden Fall ein interessanter Kampf, und auf Poirier kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Richtig. Ich weiß nicht, wir haben ja in der letzten Sendung ein bisschen spekuliert, dass der nächste Kampf von Dennis dann hoffentlich in Deutschland stattfindet, oder dass einer seiner nächsten Kämpfe in Deutschland stattfindet und er dann den Hauptkampf gegen Frankie Edgar bestreitet oder Clay Guida. Mein Traumkampf für ihn wäre natürlich Frankie Edgar in Berlin. Aber das im Poirier hört sich auf jeden Fall interessant an, und ich denke, das wird auch ein wirklich unterhaltsamer Kampf. Und ja, man kann ja jetzt nicht mal mehr sagen, Poirier braucht Siver einfach nur auf den Boden bringen. Wir haben ja gesehen, was er da jetzt drauf hat, und von daher auf jeden Fall ausgeglichener und mit Sicherheit auch spannender Kampf dann. Richtig. Und ich würde sagen, wir bleiben auch direkt bei Dustin Poirier,
Der hat nämlich zusammen mit Diego Brandão den ersten Kampf auf der Hauptkarte bestritten. Und Diego Brandão ist auch jemand, der einfach wahnsinnig gefährlich ist. Wir haben es schon in der Vergangenheit mehrfach gesehen. Einfach jemand, der sehr explosiv ist und einfach ein richtig gefährlicher Kerl. Und ich hätte auch gedacht, dass es hier für Dustin wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wird. Hat zwar auch damit gerechnet, dass Dustin den Kampf gewinnt. Hätte aber nicht gedacht, dass es bereits durch TKO in Runde 1 passieren würde. Aber absolut eine richtig solide Leistung. Also, dass der Kampf so schnell endet und so ein Ende nimmt, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, dass die beiden sich für 3 Runden beackern und dass das Ganze dann über die Punktrichter entschieden wird. Ja, unterhaltsam. Ja, und ich muss auch wirklich sagen, also Dustin Poirier, wenn man sich mal überlegt, dass der Kerl 24 ist, das ist der Wahnsinn, was der jetzt schon alles erreicht hat. Und hier gegen Diego Brandão sah auch wirklich unglaublich gut aus. Gerade was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, ist kurz bevor es dann geschafft hat, den Kampf zu beenden, hat er wirklich viele, viele Schläge auf Brandão einprasseln lassen und hat das aber auch ganz geschickt gemacht. Sie standen am Käfig und er hat ihn mit Schlägen bearbeitet. Und um einfach ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, hat er ihn auf den Boden gebracht. Und im selben Moment, als Diego Brandão dann versucht hat, wieder auf die Beine zu kommen, hat er ihm einen richtig, richtig harten Treffer gelandet, der wahrscheinlich ihn dann auch noch mehr dazu bewogen hat, wieder auf den Boden geschickt zu werden. Und ja, da ging es dann auch dann relativ schnell zu Ende. Dustin Poirier durch Ground and Pound und bekommt da die Stoppage nach 4 Minuten und 54 Sekunden in Runde 1. Und ja, also was soll man sagen, Dustin Poirier, trotz seiner Jugend und seines noch nicht so hohen Alters, sieht er wirklich unglaublich gut aus und er gehört auf jeden Fall auch zu den besten Leuten im Federgewicht. Und ich hoffe wirklich drauf, dass es zu dem Kampf zwischen ihm und Dennis Siver kommt. Poirier meinte nach dem Kampf, er würde ganz gerne einen Rückkampf zwischen ihm und Cub Swanson sehen, aber für mich persönlich, ich würde mich mehr über den Dennis Siver-Kampf freuen, aber ich denke mal, ganz egal, was die UFC jetzt mit Dustin Poirier anstellt, ich denke mal, auch der nächste Kampf wird wahrscheinlich recht unterhaltsam werden. Ja, ich hatte jedenfalls den Kampf gegen Brandão auch ein bisschen ausgeglichener gesehen, aber als dann Brandão beim Wiegen mit 8 Pfund zu viel auf die Waage stieg, also da habe ich schon gesagt, irgendwas stimmt bei dem nicht. Und deswegen habe ich dann meinen Tipp auch für Poirier eigentlich relativ klar abgegeben, allerdings auch nach Punkten. Und von daher, also Poirier hat hier eine sehr gute Leistung gezeigt. Dana White hat bei der offiziellen Pressekonferenz nach der Veranstaltung gesagt, dass Brandão einige Sachen erstmal für sich klären muss und dass da gerade nicht so rund läuft. Und wenn das tatsächlich stimmen sollte, was Poirier bei der Pressekonferenz gesagt hat, also dass Brandão vor dem Wiegen zu ihm gesagt hat, dass er ihn mit dem Messer erstechen möchte, tja, dann scheint da wirklich was irgendwie im Kopf von Brandão gerade nicht so richtig zu laufen. Und von daher bin ich mal gespannt, wie das auch mit ihm weitergeht. Wenn das wirklich alles so stimmt, dann muss er da garantiert noch einiges für sich klarrichten. Wer Diego Brandão noch aus der Ultimate Fighter Staffel mit Mayhem Miller und Michael Bisping kennt, der weiß, dass Diego Brandão auch das ganz gern hier und da mal ausrastet und er hat so seine Aussetzer. Ich persönlich, ich hoffe wirklich, dass er sich nochmal zusammenreißen kann und einfach sein Zeug geregelt bekommt, denn wenn wir ehrlich sind, er ist ja wirklich ein klasse Kämpfer und vor allem sehr, sehr unterhaltsam. Ich meine, es wäre absolut eine Schande, wenn jetzt hier sein Talent, wenn er das nicht wirklich nutzen würde, denn ich denke mal, wenn er alles gibt und wenn er wirklich sein Talent nutzt, dann hat er im Federgewicht noch eine große Zukunft vor sich. Ich hoffe, dass er es geregelt bekommt, ansonsten wäre es wirklich schade drum. Der nächste Kampf war im Leichtgewicht Jim Miller gegen Fabricio Camões. Absolut fantastische Armbar in Runde 1. Und seien wir ehrlich, wenn hier der Kampfabend ohne Ronda Rousey stattgefunden hätte, dann wäre das wahrscheinlich die Submission des Abends geworden, oder? Ganz klar, so habe ich das auch gesehen. Als ich dann heute Morgen erfahren habe, dass Ronda die Submission of the Night gekriegt hat, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, ich habe 3 Wiederholungen gebraucht, um diese Armbar überhaupt zu entdecken. Denn in den normalen Aufnahmen habe ich gar nicht gesehen, dass er den Arm irgendwo hat. Und in der Slow-Mo hat man dann gesehen, wie klasse diese Armbar eigentlich war. Der Arm musste nicht mal voll durchgestreckt werden. Er hatte ihn so geil unter Kontrolle. Warum er die Submission of the Night nicht gekriegt hat, das ist mir ein Rätsel. Also das war, glaube ich, ein bisschen Ronda Rousey-Bonus. Das war einfach, also Hut ab, das war klasse. Ja, also ich kann es schon verstehen, dass Rousey jetzt im Endeffekt dann den Bonus bekommen hat. Ich hätte es Jim Miller aber auf jeden Fall gegönnt. Er hat es auf jeden Fall verdient gehabt. Und wie du schon gesagt hast, also als ich es live gesehen habe, dachte ich auch, ob er tatsächlich den Armhebel noch bekommt, weil Fabrizio war doch
relativ lang drin und da dachte ich mir, okay, dann sitzt es wohl nicht so ganz, aber dann konnte er ein bisschen nachjustieren und dann kam es auch zu dem Tap und wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Genau das zeigt doch mal wieder, was für eine Submission-Maschine Jim Miller wirklich ist. Also ich meine, jedes Mal, wenn der auf einer Fightcard ist, da weiß man auf jeden Fall, das wird unterhaltsam. Und das ist auch genau der Grund, weswegen er jetzt hier seinen Platz auf der Hauptkarte hatte. Ich weiß nicht genau, was jetzt als nächstes mit Jim Miller passiert. Ich würde es ganz gut finden, wenn er sich Zeit lässt und jetzt nicht wirklich wieder versucht, sofort die härtesten Kämpfe zu bekommen. Aber wie gesagt, absolut klasse Leistung von Jim Miller. Ja, das auf jeden Fall. Und ich denke schon, dass er jetzt in seinem nächsten Kampf wieder einen Top-10-Kämpfer bekommen wird. Also dafür ist er einfach zu gut. Ja, ich hatte den Kampf hier jetzt als Aufbaukampf für ihn gesehen, einfach weil er ja in letzter Zeit ein paar Schwierigkeiten hatte und gegen die Top-10-Kämpfer einfach nicht gewinnen konnte. Aber ich denke mal so, er ist für diese Kämpfer im niedrigeren Mittelfeld ist er einfach zu gut. Also von daher wird er sich da schon mit den besseren Kämpfern im Leichtgewicht messen müssen. Und da gibt es ja nun auch wirklich genug. Also das Leichtgewicht ist vollgepackt mit guten Kämpfern. Und ich denke mal, da wird die UFC auch wieder in großen Namen beim nächsten Kampf für ihn rausholen. Ich meine, er ist jetzt im Moment in der offiziellen Rangliste auf Platz 10 gelistet. Also von daher denke ich mal, wird er im nächsten Kampf auch jemanden bekommen, der da vor ihm steht. Ja, also ich sehe es da ähnlich wie du. Man muss auch wirklich sagen, Hut ab vor Jim Miller, denn obwohl Fabrice Camoys jetzt wahrscheinlich nicht den allergrößten Namen in der MMA-Welt besitzt, trotzdem ein absolut brandgefährlicher Typ und ein absolut guter Sieg für ihn. Und ich denke auch, dass er das wahrscheinlich bald wieder auch einen relativ großen Kampf bekommen wird, was auf jeden Fall auch nach der Leistung auch mal wieder verdient hat. Dann kommen wir jetzt ins Schwergewicht, Travis Brown gegen Josh Barnett. Und ich muss sagen, obwohl wir noch zwei Titelkämpfe auf der Karte haben, war das wahrscheinlich auch mit einer der Kämpfe, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Klasse Match. Und Travis Brown sah in der Vergangenheit auch wieder wirklich phänomenal aus. Und Josh Barnett, was soll man sagen? Da fällt mir nicht viel zu ein, es ist Josh Barnett. Es ist einfach jemand, den man immer gerne sieht. Und ich muss sagen, ich war dann doch überrascht, dass der Kampf so geendet hat in Runde 1. Nach nur einer Minute hat Travis Brown den Knockout durch Ellenbogen eingefahren. Und das sah auch sehr ähnlich aus wie sein Kampf gegen Gabriel Gonzaga. Auch wieder die Ellenbogen zur Seite des Kopfes. Und man hat gesehen, da steckt einfach so viel Kraft dahinter. Ich glaube, es war direkt nach dem zweiten Ellenbogen, dass Josh Barnett schon bereits wirklich jegliche Körperspannung verloren hat, man hat gesehen, okay, der ist auf jeden Fall nicht mehr ganz da und ja, also Hut ab vor Travis Brown, ich muss sagen, so langsam kann man ihn nicht mehr verstecken und ich muss auch sagen, ich hoffe mal, dass er jetzt dann auch einen richtig großen Kampf in seinem nächsten Kampf bekommt. Also nach dem Kampf ging meine schlechte Laune los. Ja, alle Kämpfe habe ich richtig getippt. Da ging es los, dass ich voll daneben lag. Ich glaube sogar, dass Josh Barnett die Ellbogen gar nicht mehr mitgekriegt hat. Ich glaube, der war nach dem Knie schon K.O. Der lag mit dem Kopf nur noch auf dem Oberschenkel von Travis Brown und hat die Ellbogen dann einfach nur so hingenommen. Ich glaube wirklich, nach dem Knie war Feierabend. Also das hat schon gesessen. Also das war ein perfekt getimtes Knie. Da war nichts mehr zu machen. Ja, ich hatte hier aber auch einen etwas längeren Kampf erwartet und vor allem auch ein bisschen stärkeren Josh Barnett, aber da sieht man, wie gut Travis Brown tatsächlich ist. Und ich denke mal, jetzt ist auch langsam mal Zeit, dass die Leute ihn richtig wahrnehmen. Ja, im nächsten Kampf wird er dann wahrscheinlich auf Fabricio Werdum treffen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Aber jetzt hier die Leistung gegen Josh Barnett war natürlich schon ziemlich beeindruckend und du hast wieder am Ende diese Ellenbogen gehabt. Ja, ich denke mal, da wird sich jeder Gegner jetzt genau überlegen, wie er den Takedown gegen ihn ansetzt. Bisher hat noch keiner Brown zu Boden gebracht und wie man sieht, also im Stand, ja, wieder mal sehr beeindruckend. Ja, also irgendwie, Brown ist auch jemand, den man einfach gerne unterschätzt, weil bisher, wie gesagt, ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, wenn man sich jetzt anguckt, wie er in seinen letzten Kämpfen ausgesehen hat und auch wie zäh er jetzt war in seinem Kampf gegen Overeem und dann, dass er so zurückgekommen ist und auch hier gegen Josh Barnett so dominant aufgetreten. Also ich muss wirklich sagen, Junge, Junge, der Travis Brown ist schon ein ziemlich harter Hund. Bin ich mal gespannt, wie es für ihn weitergeht. Und ich hoffe mal, dass wir von ihm dann wirklich auch noch einen großen Kampf sehen werden. Und ich bin auch gespannt zu sehen, ob Travis Brown tatsächlich das Zeug besitzt, auch dem Champion dann einen harten Kampf zu liefern. Und würde ich einfach sehr, sehr gerne sehen, dass es so weit kommt. Ich hatte Travis Brown auch, okay, bei dem Kampf jetzt auch nicht auf der Karte, aber vorher auch nicht. Aber alleine, wenn man sich die erste Runde gegen Overeem anguckt,
wo ich eigentlich schon dachte, wann springt denn der Ref dazwischen und beendet das ganze Ding, weil der hat ja wirklich Mörderschläge kassiert. Die hat er alle weggeschluckt und hat Overeem dann so ausgenockt. Aber ich glaube, den Fehler werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Also ich habe Travis Brown jetzt mit bei mir auf der Liste und ich glaube, zu unterschätzen ist der Junge nicht mehr. Nee. Ja, und ich denke, da ist auch zum Teil bei einigen noch diese Niederlage gegen Antonio Silva, die da im Kampfrekord steht. Aber wenn man sich den Kampf anguckt, vor der Verletzung von Brown hat er da den Kampf bestimmt. Und ich habe da eigentlich auch gedacht, dass er den Kampf gewinnen würde. Aber wie gesagt, die Verletzung kam dazwischen. Und dann guckt man da jetzt, hat Gabriel Gonzaga besiegt, auch innerhalb von gerade mal 71 Sekunden. Und Gonzaga hat mal früher um den Titel gekämpft, Alistair Overeem. Ist ein großer Name, auch wenn er in der UFC nicht so das zeigen kann, was man außerhalb der UFC von ihm gesehen hat. Und Josh Barnett, ja, der wird schon seit was weiß ich wie vielen Jahren in der Top 10 im Schwergewicht gehandelt. Also von daher jetzt zuletzt auch bekannte Namen, die er besiegt hat. Und ja, ich denke mal, er ist mit 31 Jahren auf einem guten Weg und ich kann mir durchaus sehen, dass er demnächst um den Titel kämpfen wird. Ich wollte es gerade auch schon ansprechen, seine eine Niederlage gegen Antonio Silva. Das ist für mich auch so ein bisschen wie bei John Jones. Das ist eine Niederlage, die ich gar nicht so richtig zählen möchte. Einfach weil, ja, es war einfach wirklich unschön für ihn gelaufen, diese Verletzung, die er am Bein hatte. Und da, das hat Antonio Silva natürlich logischerweise ausgenutzt. Und man kann ihm den Sieg nicht absprechen, aber meiner Meinung nach ist das jetzt auch keine große Niederlage für Travis Brown, einfach da sie doch wirklich aufgrund seiner Verletzung kam. Und wenn man sich seinen Kampfrekord sonst anguckt, hat er 16 Siege und ansonsten, außer diesem Kampf gegen Antonio Silva, keine Niederlagen. Das ist schon wirklich herausragend, vor allem wenn man sich anguckt, wer seine letzten paar Gegner waren. Also wirklich. Und dann auch noch hat er einen wirklich sehr ungewöhnlichen Körperbau mit so unglaublich langen Beinen, was wir jetzt auch wieder vor allem gestern gegen Josh Barnett gesehen haben, wie unglaublich gut er die einsetzen kann mit seinen Knien und auch mit seinen Kicks gegen Alistair Overeem. Also und dafür, dass der Kerl erst seit 5 Jahren das wirklich hier den Sport aktiv betreibt, professionell, das ist natürlich auch, kann man sich fast nicht vorstellen. Ich hoffe, dass wir hier jetzt auch noch eine weitere Evolution von ihm sehen und dass er auch sich immer noch weiter verbessern wird, denn das, was er bis jetzt gezeigt hat, soll man sagen, da muss man wirklich den Hut ziehen vor Travis Brown. Mich würde das jetzt interessieren, wie die UFC mit Josh Barnett weitermacht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihn gegen Antonio Rodrigo Nogueira stellen und so, dass eine Neuauflage von deren Pride-Kämpfen da wieder zustande bringen und ja, wieder ein bisschen Nostalgie hier ins Leben rufen, weil vor diesem Kampf hätte man Josh Barnett wahrscheinlich noch als Titelkandidaten aufbauen können. Aber diese Niederlage war ja jetzt doch ziemlich eindeutig. Von daher wird es da wohl so schnell nichts mit einem Titelkampf werden. Und Nogueira hängt ja im Moment im Schwergewicht auch jenseits von Gut und Böse. Und von daher denke ich, würde dieser Kampf durchaus Sinn machen. Und ja, ich denke, es gibt viele Leute, die noch gerne da auf die Pride-Zeiten zurückblicken. Von daher wird das wahrscheinlich durchaus Sinn machen und auch den einen oder anderen vor den Fernseher locken. Also das finde ich eine wirklich sehr gute Idee. Ich hatte in der Vergangenheit bei ein paar Kämpfern auch schon mal angedeutet, dass ich zum Beispiel bei Josh Barnett, der jetzt dann auch schon, wenn wir ehrlich sind, sich so langsam auf das Ende seiner Karriere zu bewegt, mit 36 Jahren und wenn man sich auch überlegt, wie lange er jetzt schon tatsächlich im Sport ist. Und mir hat einfach sein Kampf sehr gut gefallen, als er in die UFC gekommen ist mit Frank Mir. Das sind beides Kämpfer, die jetzt auch schon wirklich Veteranen des Sports sind und natürlich war jetzt bis zu dem Kampf mit Travis Brown auch schon noch so ein bisschen die Frage, ob Josh Barnett es nochmal versuchen wird oder schaffen wird, in die Nähe des Titels zu bekommen. Aber jetzt nach dem Kampf mit Travis Brown ist auf jeden Fall das Momentum ein bisschen gestoppt worden. Ich denke, es kommt natürlich ganz darauf an, wie jetzt in seinem nächsten Kampf aussieht. Aber generell würde ich auch sagen, ich würde Josh Barnett am liebsten auch gegen Kämpfer sehen, die ungefähr so seinem Status entsprechen. Und da wäre eben gerade Nogueira wirklich ein klasse Match. Und ich glaube, das wäre auch für alle Beteiligten wahrscheinlich das interessanteste Match. Im nächsten Kampf kommen wir schon zum Co-Main-Event des Abends. Das ist nämlich Ronda Rousey und Miesha Tate. Hier ging es um den Titel im Bantamgewicht der Frauen.
Und Ronda Rousey, was soll man sagen? Es hat natürlich mal wieder in einer Armbar geendet. Diesmal jedoch in Runde 3. Und man muss schon auch sagen, Hut ab vor Misha Tate. Die hat sich hier dann doch auch sehr gut geschlagen. Und sie hat auch Ronda Rousey ganz gut geschlagen. Denn im Laufe der 3 Runden kam es dann hier und da doch schon mal dazu, dass Ronda Rousey zumindest ganz gut angeklingelt war. Und da hat sich mir dann auch so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ja, was passiert denn, wenn Ronda Rousey dann tatsächlich mal jemand vor die Fäuste bekommt, der tatsächlich ein wirklicher High-Level-Striker ist, weil ich denke, das würde ihr auf jeden Fall auch Probleme bereiten, wenn sie es nicht schafft, sofort den Gegner auf den Boden zu bringen. Einfach, Misha Tate ist jetzt auch nicht der allergrößte Power-Puncher und da gibt es schon noch andere Bantam-Gewichte. Von dem her, klar, Ronda Rousey würde zunächst erstmal gegen Sarah McMahon kämpfen, aber ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, wenn Ronda Rousey das nächste Mal gegen jemanden kämpft, der tatsächlich ein sehr, sehr guter Striker ist. Ich war von dem Kampf gestern total begeistert. Erstmal, wir haben Ronda länger gesehen als nur 5 Minuten. Ich glaube, ihr längster Kampf dauerte, was war das, 4 Minuten 56 oder so. Jetzt haben wir sie mal 3 Runden gesehen. Ja, also ich finde, sie hat Misha Tate einfach nur durch den Ring gewirbelt. Die Takedowns waren wieder allesamt klasse. Wir haben sie auch endlich mal im Stand-up gesehen. Ich finde auch, sie wird von Mal zu Mal besser. Ich wusste jetzt nicht, wie kann ich Ronda in dem Kampf einordnen, weil da so viel Hass und Emotionen mit drin waren. Aber wie man das vorher bei ihr schon mal gesehen hat, die stellt sie einfach ab. Ja, das kann sie wunderbar. Der Hass ist vergessen, sobald sie in den Käfig steigt und dann zieht sie ihr Ding durch. Ich sehe wirklich noch keinen, der da jetzt irgendwie nachkommen kann, der ihr gefährlich wird. Also zumindest nicht jetzt in der UFC. Ich denke, dass die Rufe nach Ronda Rousey gegen Chris Cyborg jetzt wieder lauter werden, weil sie ja, also Chris Cyborg ist halt ein Biest im Stand-up. Und ich sehe halt jetzt in der UFC oder auch in der letzten TAF-Staffel halt keine von den Mädels, obwohl die sehr talentiert sind alle, denke ich nicht, dass irgendeine von denen Ronda Rousey in der nächsten Zeit gefährlich werden kann. Also glaube ich, werden wir die Forderung nach Cyborg in der UFC jetzt nochmal wieder lauter hören. Ja, und man hat ja auch in diesem Kampf gesehen, warum Rousey so eine hohe Favoritin war. Also Misha Tate, gut, sie hat gut durchgehalten, sie hat den Kampf bis in die 3. Runde hinausgezögert, aber sie war hauptsächlich nur dabei, sich zu verteidigen. Und wenn man sich da mal anguckt, Total Strikes des Kampfes 134 von Ronda Rousey gegen 28 von Misha Tate. Gut, da war jetzt viel Ground and Pound am Boden dabei und ja, aber das war einfach nur eine dominante Leistung. Tate hatte überhaupt keine Chance und ich glaube, die UFC hat das auch vor dem Kampf nicht so richtig geschafft, den Fans das zu verkaufen. Der Kampf lebte einfach nur von dem Hass, der da zwischen den beiden existiert und man hat auch auf der Pressekonferenz gesehen, wie fertig Tate nach der Niederlage war und das hatte sie sich ein bisschen anders vorgestellt, aber Rousey steht im Moment einfach über allen anderen Kämpferinnen in der UFC und mit Sarah McMahon, die hat ihre Stärken am Boden und ist noch immer ungeschlagen. Also von daher bin ich mal gespannt, ob Rousey am Boden mit der auch so umgehen kann wie mit Tate und Co. Ob das die richtige Gegnerin ist, um Rousey zu entthronen oder ob die UFC da tatsächlich Cyborg holen muss, das wird sich dann zeigen. Aber auf jeden Fall im Moment. Es hat schon einen Grund, warum Rousey noch ungeschlagen ist und den Titel hält. Aber wir können uns ja einfach mal diesen Kampfrekord von Ronda angucken. Der hat zwar gestern gelitten dadurch, dass der Kampf über 3 Runden ging, aber 8:0 Kämpfe, davon 7 Submissions mit Armbar, ja, und dann halt gestern nochmal eine Armbar über 3 Runden, das ist einfach der Wahnsinn. Also ich glaube, langsam kann man den Armhebel umbenennen in Ronda Rousey Submission oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand sowas hingestellt hat. Ja, also da musst du wirklich sagen, Ronda Rousey ist am Boden einfach so technisch, das ist der Wahnsinn. Ich meine, wir haben es ja gestern auch gesehen, was Misha Tate auch macht. Ronda Rousey hat einfach nochmal ja, eine Möglichkeit, das auszunutzen für sich selbst. Die nutzt wirklich jede Bewegung von Misha Tate aus, um einen Vorteil zu bekommen. Und das war schon, ja, also wirklich beeindruckend mit anzusehen. Man sieht da halt dann doch so die Unterschiede, wenn jemand einfach so viel Technik besitzt und so viel Ahnung, was das BJJ angeht. Ich meine, es ist einfach Wahnsinn, Ronda Rousey zuzuschauen. Und ich fand es auch echt cool zu sehen, dass es hier mal ein Kampf ist, der auch aus der ersten Runde rausgeht. Und ich hoffe, das in der Zukunft auch öfters zu sehen, weil so spektakulär es auch ist, ein Kampf in den ersten 1, 2 Minuten zu beenden. Aber du möchtest den Champion dann halt doch auch mal ein bisschen länger sehen von dem her.
finde ich es ganz gut. Ihre nächste Gegnerin, Sarah McMahon, die selbst auch bei Olympia teilgenommen hat, allerdings im Ring, nicht wie Ronda Rousey im Judo. Aber das macht es natürlich auch zu einem interessanten Matchup. Ich denke mal, die UFC wird das auch marketingtechnisch ganz gut verwerten können. Hast du hier einfach zwei Kämpferinnen, die beide Olympia-Erfahrung haben. Das ist natürlich schon mal sehr interessant. Und gerade zu sehen, wie es dann hier Judo gegen Ring ablaufen wird, und ich bin mal sehr gespannt. Allerdings muss ich sagen, dass ich trotzdem Ronda Rousey auf jeden Fall auch als Favoriten sehe. Sich genauso, zumal der nächste Kampf, ich glaube Ende Februar soll der schon sein, auf der gleichen Karte wie der Rashad Evans Fight, ist ja wieder nur ein Ausweichfight. Eigentlich steht an Kat Zingano gegen Ronda Rousey, der sollte das ja jetzt schon sein, jetzt musste aber Misha Tate einspringen. Ja, ich glaube, das ist wieder nur zum Überbrücken. Ja, Ende des Jahres, wenn Kat Zingano wieder fit ist, dann wird es da zum Kampf kommen, und ich glaube, das bin mir zu 100% sicher, das wird auch ein Titelkampf sein, denn Ronda wird den Titel auch im Februar noch behalten. Die ist einfach zu dominant. Ja, aber ich denke mal, also Sarah McMahon, die hat die Silbermedaille in Athen gewonnen beim Ringen, und da gehe ich einfach mal davon aus, dass Rousey sie nicht so durch das Oktagon wirbeln kann, wie sie das jetzt mit Misha Tate gemacht hat. Und wenn sie dann McMahon nicht zu Boden bringen können sollte, dann bin ich gespannt, wie der Kampf dann verläuft. Obwohl wir ja auch hier jetzt gesehen haben, dass Tate immer wieder versucht hat, Rousey zu Boden zu bringen. Und das ein paar Mal auch geschafft hat, wo ich mir dann überlegt habe, was willst du da? Du liegst doch sowieso nur auf dem Boden und musst dich dann gegen die ganzen Armbar-Versuche verteidigen. Also da bin ich dann auch gespannt, was da McMahon für eine Strategie verfolgen wird, weil sie ja eben auch ihre Stärken auf der Matte hat. Also schon ein interessantes Duell, und natürlich ist Rousey die Favoritin im Kampf, das ist ja ganz klar. Richtig. Also das sehe ich genau wie du. Es macht es halt wirklich interessant, und ich bin auch gespannt zu sehen, ja, welche Taktik dann Sarah McMahon tatsächlich jetzt dann wählen wird. Einfach, wenn man sich überlegt, ihre Stärke ist es, den Gegner auf den Boden zu bringen, aber willst du das tatsächlich machen gegen Ronda Rousey? Wir haben es ja jetzt auch, wie du es schon gesagt hast, gesehen. Wenn Ronda auf dem Rücken ist, das heißt überhaupt nicht, dass es eine gute Position für den Gegner ist. Da ist jetzt natürlich die Frage, wird Sarah McMahon dann versuchen, es im Stehen zu halten? Oder das ist einfach, ich bin schon mal sehr gespannt zu sehen, wie es da laufen wird. Denn ich kann mir auch vorstellen, so gut Ronda Rouseys Judo auch ist, gegen eine Olympionikin wie Sarah McMahon, ob sie die so rumschleudern kann, das ist natürlich dann fraglich, wäre natürlich umso beeindruckender, aber ja, ist auf jeden Fall nicht unbedingt den Kampf, den ich am liebsten gesehen hätte. Ich hätte wirklich sehr gerne den Kampf mit Kat Zingano gesehen, aber da das ja aktuell nicht möglich ist, aufgrund der Verletzung von Kat Zingano, ist, denke ich mal, der Kampf mit Sarah McMahon auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Ersatz. Aber das ist genau der Punkt, auf den ich da am meisten auch gespannt bin. Beide sind ja Bodenspezialisten, und alleine wenn ich mir angucke, wie einfach Ronda Misha Tate gestern die ganze Zeit gedreht hat, weiß ich nicht, also als ich habe immer das Gefühl, die Gegner, die hängen an irgendwelchen Seilen und werden dann kurz hochgezogen, damit Ronda die drehen kann. Das sieht alles so kinderleicht aus, und ich bin echt gespannt, ob das im nächsten Kampf auch so einfach funktioniert oder ob sie da wirklich zu kämpfen hat. Vor allem kann man den Kampf ja auch so schön vermarkten. Hier haben wir zwei ungeschlagene Kämpferinnen. Rousey ist jetzt 8-0 und McMahon ist 7-0 im Käfig, und von daher, also ich denke mal, die UFC wird nicht groß Probleme haben, den Kampf zu vermarkten, und McMahon ist uns in Deutschland natürlich noch durch ihren Sieg über Sheila Gaff bekannt, und da hat man gesehen, was sie auch am Boden machen kann. Ob sie das dann wiederum mit Ronda Rousey machen kann, ist eine andere Frage, aber ja, auf jeden Fall ein interessantes Duell. Ein anderes interessantes Duell haben wir dann im Hauptkampf: Chris Weidman, der Champion, gegen Anderson Silva, und man muss sagen, Chris Weidman bleibt Champion. Der Kampf endete durch eine sehr kuriose Verletzung seitens Anderson Silva in Runde 2. Er hat versucht, einen harten Legkick bei Chris Weidman anzusetzen. Der hat aber perfekt gekontert, und was soll man sagen, es ist schwer zu beschreiben. Das muss man wirklich gesehen haben. Also Anderson Silva hat beim Versuch dieses Legkicks hat er sich seinen Fuß komplett durchgebrochen, und das sah schon fies aus, oder? Ich habe vorhin davon eine GIF-Datei gefunden. Und wenn man sich das mal ganz genau anguckt, das ist ja ein bisschen über dem Knöchel ist er gebrochen. Und da war so eine Wucht hinter. Er hat ja in die Innenseite des Beins getreten, und der Fuß, die Außenseite vom Fuß berührt aber die Außenseite vom Knie. Ja, das heißt, der Fuß hat sich einmal komplett um das Bein von Chris Weidman gewickelt. Ich war geschockt, als ich die Bilder gesehen habe. Gratulation an den Champion.
Damit habe ich halt nicht gerechnet. Ich dachte, ja, dass Silva sich den Titel zurückholt. Das Ende finde ich ein bisschen schade, denn ich gehe nicht davon aus, dass ein Silva nochmal zurückkommt. Er ist 38. Die Verletzung, die wird jetzt länger dauern. Er wurde gestern auch direkt notoperiert. In meinen Augen der beste MMA-Kämpfer aller Zeiten, und so ein Ende bei so einer Karriere, das wiegt ein bisschen schwer. Also das tut schon weh. Ja, und ihr habt vorhin gesagt, super endet für dieses Jahr, super Kampfende. Und also mit dem Kampf hätte ich das Jahr lieber nicht beendet. Also mit so einem Ausgang, das tat mir schon weh, weil ich das gesehen habe. Gut, ich bin Anderson Silva-Fan, aber ich glaube auch, jeder, der da einigermaßen neutral in den Kampf reingegangen ist, hat sich da ein anderes Ende gewünscht. Und vor allem also so eine heftige Verletzung. Ich weiß nicht, ob man Leuten sagen soll, sie sollen sich den Kampf angucken oder lieber nicht. Also das sah schon richtig heftig aus. Und was mich so ein bisschen gestört hat, gut, ich kann verstehen, dass Weidman sich gefreut hat, dass er seinen Titel verteidigt hat, aber dass er nach so einer heftigen Verletzung da erstmal so, ja, im Käfig da feiert, das fand ich schon ein bisschen unpassend. Und dann irgendwann hat er scheinbar gemerkt, dass das auch nicht so richtig passend war, und dann hat er sich ein bisschen beruhigt. Er hat nach dem Kampf in der Pressekonferenz gesagt, dass das kein Unfall war, dass er den Kick ja absichtlich geblockt hat. Wenn er wirklich damit vorhatte, das Bein so extrem zu brechen, weiß ich nicht. Da hat er sich dann wahrscheinlich auch keine Freunde mitgemacht. Gut, er wollte Kick blocken, das ist alles schön und gut. Aber so eine Verletzung sollte man eigentlich nicht bei seinem Gegner wollen. Wobei, da muss ich mal den Anwalt für Whiteman spielen. Also ich finde, er hat sich mit dem Feiern ganz schön zurückgehalten. Das erste, was er gemacht hat, er ist zurückgegangen, war komplett geschockt. Dann ist er in seine Ecke gegangen, hat sogar noch seine Betreuer geholt und die mit zu Silva geschickt und hat sich dann da auch noch mit hingekniet, so dass Herb Dean ihn da wegholen sollte und musste und ihm noch gesagt hat, hier jetzt nicht, lass die Ärzte erstmal ihren Job machen. Dann gab es auch keine großen Jubelarien. Er hat mit seinen Leuten kurz abgeklatscht. Also ich finde schon so das Verhalten, was er da an den Tag gelegt hat, ja, das fand ich okay. Selbst als Silver-Fan muss ich sagen, er hat so gefeiert, in Anführungsstrichen, dass es wirklich okay war. Also, Martin, du hast ja vorhin auch gesagt, das Ende des Jahres, und er ist dann doch ein bisschen merkwürdiges Ende zu wahrscheinlich der Karriere von Anderson Silva gewesen. Aber ich muss sagen, wenn man sich jetzt anguckt, wie der erste Kampf gelaufen ist, es war nicht das Ende, wie man sich's erhofft hat. Das war erst recht nicht das Ende, wie man sich's erhofft hat. Und nach dem ersten Kampf der beiden sind einige Stimmen laut geworden, dass das, ja, das war halt. Da hat Whiteman einfach viel Glück gehabt, und ich denke mal, da gibt es auch einige Leute, die das exakt selber jetzt im zweiten Kampf sagen. Aber ich muss dann wirklich auch sagen, finde ich nicht richtig, denn man muss es einfach mal ganz nüchtern betrachten. Anderson Silva hat versucht, einen Legkick anzusetzen. Chris Whiteman hat den Legkick geblockt. Hätte er es nicht gemacht, hätte Anderson Silva sich nicht den Fuß gebrochen und hätte wahrscheinlich einen sehr harten Legkick gelandet. Das heißt, Whiteman hat exakt korrekt auf die Situation reagiert, hat das exakt Richtige gemacht und hat es sogar so perfekt ausgeführt, dass es dann zu diesem doch drastischen Ende gekommen ist. Und von dem her muss ich sagen, wirklich Hut ab vor Chris Whiteman. Ich hoffe, dass er den Respekt bekommt, den auch wirklich verdient, denn meiner Meinung nach hätte er den Respekt auch schon im ersten Kampf verdient gehabt, den er von vielen einfach nicht bekommen hat. Und ich denke, Whiteman wird einfach von vielen noch unterschätzt werden, und von dem her bin ich auch mal gespannt, wie es dann aussieht in seinem nächsten Kampf gegen Vitor Belfort. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Aber jedenfalls, wie gesagt, ich muss sagen, Chris Whiteman ist auf jeden Fall jemand, wo ich sagen kann, ich bin froh, dass der Anderson Silva abgelöst hat. Einfach weil, wenn ich Anderson Silva von jemandem abgelöst haben möchte, dann von jemandem, der es auch wirklich verdient hat. Und Chris Weidman ist meiner Meinung nach jemand, der es wirklich verdient hat. Whiteman hat von mir nach dem ersten Kampf auch nicht wirklich Respekt gekriegt, weil ich fand, das Geklaune, was da von Anderson Silva kam, das war diesmal schon extrem. Und ja, aber ich muss auch zu gestern sagen, jetzt habe ich nochmal doppelt so viel Respekt, denn mit einem anderen Referee hätte sich Anderson Silva den Fuß nicht gebrochen, weil der Kampf wäre vorher gestoppt gewesen. Anderson Silva war in meinen Augen in der ersten Runde, glaube ich, schon klar K.O. Die Augen waren weiß, dann waren sie zu. Er schlug auf den Boden auf, hat dann noch einen Schlag kassiert und ist dadurch wieder wach geworden. Man hätte ihn in der ersten Runde schon stoppen können. Ja gut, man hat ihn weiterlaufen lassen, jetzt hat er sich das Bein gebrochen. Er ist jetzt der Champion. Vielleicht haben wir Glück. Ich habe dieses so 10% Hoffnung, dass Anderson Silva irgendwie, weil er so ein Wettkampftyp ist,
nochmal zurückkommt, es noch einmal versucht und dann versucht, mit dem Gürtel in Rente zu gehen. So ein bisschen Hoffnung ist das, Glauben ist da nicht wirklich, aber Whiteman hat es klar verdient. In meinen Augen hat er das Silber gestern vorher schon ausgenockt. Ja, wir haben einen neuen Champion. Ja, und von mir kriegt er den Respekt auch nicht, weil er jetzt den Kick von Anderson Silva geblockt hat, sondern aufgrund seiner Leistung in der ersten Runde. Also da hat er ja Silva klar dominiert. Und von daher, durch die Runde hat er für mich den Titel verdient und Silva dann auch, ja, sagen wir mal, offiziell als Champion jetzt richtig entthront. Und meiner Meinung nach sollte es da eigentlich auch keine Fragezeichen mehr hintergeben, trotz dieses doofen Endes jetzt. Ja, gut, Kampf gegen Vitor Belfort sehe ich jetzt nicht so viel anders wie ein Kampf gegen Anderson Silva. Belfort hat halt einfach auch seine Stärken im Stand und wir wissen, Belfort, wenn der auf die Matte gebracht wird, ja, da hat er schon viele Kämpfe verloren und von daher, wenn Whiteman da auch so konzentriert reingeht wie gegen Silva, sehe ich da eigentlich kaum Chancen für Belfort. Für mich war das aber auch das perfekte Ende, wenn man das so nennen kann, für die Karriere von Silva, wenn das denn sein soll, weil Silvas Karriere einfach nur merkwürdig war. Wenn man sich das mal anguckt, seine Niederlagen da in Japan, zum Beispiel das Ding gegen Ryo Chonin, Flying Scissor Heel Hook, wer verliert bitte so einen Kampf? Und dann die Niederlage durch Disqualifikation gegen Yushin Okami, die Kämpfe gegen Damien Maia und Talis Laitis in der UFC, das waren auch so merkwürdige Dinger. Und dann hast du da Kämpfe dazwischen, wo er Rich Franklin zweimal zerstört oder seinen Sieg über Dan Henderson, dann wie er dann auch noch seine letzten Kämpfe da gewonnen hat, gegen Yushin Okami, gegen Chael Sonnen, den zweiten Kampf. Und gegen Stefan Barner dann auch noch den K.O.-Sieg. Also es war schon eine Karriere der Extreme. Und für mich hat das dann auch schon gepasst, wie er da seinen Titel verloren hat durch dieses Rumgeklaune eben. Da hab ich auch schon eine Kolumne zu auf groundandpound.de geschrieben. Und jetzt halt, wenn das wirklich das Karriereende war von Silva, wovon ich ausgehe, war das, glaube ich, auch ein passendes Karriereende. Wie gesagt, man wünscht es sich nicht für einen so großartigen Kämpfer. Aber zu der Karriere, finde ich, passt das einfach. Und ja, die Kommentatoren haben es ja schon bei der Veranstaltung angesprochen. Nach so einer Verletzung wieder zurückzukommen, ist ganz schön schwer. Sie haben Frank Mir als Beispiel genannt. Und wenn ich daran denke, wie Mir zurückkam nach seiner schweren Verletzung, nach dem Motorradunfall, dann will ich gar nicht, dass Silva nochmal wiederkommt, weil Mir da einfach für wirklich so knapp 2 Jahre nicht mehr der Alte war. Und für mich ist er auch nicht mehr der Alte gewesen. Und deswegen mit 38 Jahren jetzt sollte Silva meiner Meinung nach dieser Verletzung nicht wieder zurückkommen. Das finde ich klasse, dass du das jetzt so sagst, denn da sprichst du mir absolut aus der Seele. Ich fand, so kurios es auch klingen mag, es war eigentlich ein passendes Ende für Anderson Silvas Karriere, wenn es jetzt tatsächlich das Karriereende ist. Denn, wie du gesagt hast, wirklich einfach, er hat so eine kuriose Karriere gehabt und natürlich hätten sich alle Fans gewünscht, wenn der Knockout in dem ersten Kampf von Chris Weidman vielleicht ein bisschen eindeutiger gewesen wäre und nicht darauf zurückzuführen gewesen wäre, dass er eben am Rumklaunen war, etc. Und man hätte sich natürlich gewünscht, dass auch der zweite Kampf nicht so geendet hat, wie er es getan hat. Aber wenn wir mal auf die Zukunft schauen, und ich denke, wenn man dann zurückschaut auf Anderson Silva, dann sind genau diese komischen, kuriosen Kämpfe, die er gehabt hat, diese zwei Kämpfe mit Chris Weidman. Ich denke, das auf jeden Fall sind zwei Kämpfe, die den Legendenstatus von Anderson Silva noch umso mehr vergrößern, denn jemand, der so fantastische Kämpfe geliefert hat und so viele Kämpfe vorzeitig beendet hat und von vielen einfach als der beste Kämpfer aller Zeiten bezeichnet wird, so jemand muss einfach auf eine ganz besondere Weise und besonders, ja, einfach ganz besonders abtreten. Und ich meine, mit den letzten zwei Kämpfen gegen Chris Weidman ist genau das passiert. Und um ehrlich zu sein, ich will ihn eigentlich gar nicht nochmal kämpfen sehen. Ich meine, es wäre natürlich wahnsinnig verrückt zu sehen, wenn Anderson Silva schaffen sollte, den Titel zu holen. Das bezweifle ich allerdings. Und außerdem finde ich, ja, so hässlich das Ende jetzt war, meiner Meinung nach ist es für Anderson Silva, ja, das passende Ende von einer Legende, einfach weil es genau das widerspiegelt, was die Karriere von Anderson Silva war. Also ich sehe das mit dem Ende ein bisschen anders, weil ich habe vor allem, wenn ich an Anderson Silva denke, seine Interviews und all diese Späße, die er macht, im Hinterkopf. Er ist nicht, also viele Leute, die sich nicht wirklich mit dem Sport beschäftigen, die denken immer, das sind gehirnamputierte Schläger, Kneipen, Rowdies und weiß der Geier was. Und dann
haben wir so eine Legende wie Anderson Silva, immer ein Lachen auf den Lippen, immer ein Späßchen hier, ein Joke da. Auch wenn das manchmal mit dem Spaß im Ring ein bisschen übertrieben hat. Das, was ich von dem Ende des Kampfes halt die ganze Zeit im Kopf habe, ist nicht das Bild von seinem Fuß, sondern ihn da am Boden zu sehen und seine Schreie zu hören. Und das ist so ein Ende, das wird dem absolut nicht gerecht. Diese richtig schmerzhaften Schreie, die er da gestern rausgehauen hat. Nee, also das Ende, das passt absolut gar nicht. Ja, dann magst du recht haben. Diese wirklich schlimme Verletzung wünscht man ihm natürlich nicht, aber allein die Dramatik, was das jetzt auch wieder hier fabriziert, das passt einfach zu Anderson Silva perfekt, meiner Meinung nach. Also, das ist so verrückt gewesen, seine ganze Karriere. Und natürlich, du hast schon recht, wenn man sich das. Also, es war sehr, sehr hart mit anzusehen und man hat es auch gesehen, die UFC hat er live dann auch, glaube ich, nur einmal kurz gezeigt und. Normalerweise, wenn zum Beispiel ein Kämpfer ja einen Tiefschlag bekommt oder so, das wird dann gezeigt und nochmal und nochmal und nochmal. Aber man hat gesehen, das war einfach doch so eine, ja, eine grausame Verletzung, die man einfach ungern zeigt. Ist natürlich hart, das bei Anderson Silva zu sehen, aber wie jetzt Martin und ich auch schon gesagt haben, es passt irgendwo. Also ich muss wirklich, ich bin jetzt mal Mann genug und muss das zugeben, als ich ihn da hab liegen sehen und diese Schreie gehört habe, ich hatte wirklich eine Träne in den Augen, weil ich wusste, okay, die Karriere ist vorbei und das Ende, das hat er einfach nicht verdient. So, wenn er gestern normal verloren hätte, über die Punkte, Knockout oder sonst irgendwas, damit hätte ich leben können, dann hätte man gesagt, okay, die Karriere ist vorbei, die Legende geht aufrecht aus diesem Oktagon raus, aber mit der Verletzung hat das halt einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack. Ja, aber ich finde, wenn man das so jetzt eine Hollywood-Geschichte draus macht, dann bastelt man sich da jetzt vielleicht noch irgendwie ein Comeback von Silva zurecht, der dann ta sich tatsächlich nochmal den Titel wiederholt und dann hast du so ein schönes Happy End. Wie gesagt, irgendwie zur Karriere von Silva, ich finde irgendwie, das passt einfach. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht erklären, aber das ist halt einfach so eine Karriere der Extreme gewesen. Und jetzt damit, die Silva-Hardcore-Fans, die können jetzt sagen, ah ja, das war jetzt so eine beschissene Verletzung und wenn der Kampf weitergegangen wäre, dann hätte er Whiteman noch K.O. geschlagen und so können sie da auch in 10 Jahren noch diskutieren. Und Silva hat ja den Titel eigentlich gar nicht verloren und da einmal das doofe Ding da, wo er da rumgespielt hat mit Whiteman, ja gut, da hat er einmal nicht aufgepasst und dann ja die doofe Verletzung, ach komm, das ist genau wie mit den Fedor-Fans, Fedor hat eigentlich auch nie verloren, wenn man die fragt und von daher, das passt für mich einfach so zu diesen legendären Kämpfern, die dann irgendwie auch immer so eine schillernde Persönlichkeit haben und das ist einfach so die Kontroverse, die dazugehört. Ich weiß nicht, Chuck Liddell, der ist am Ende seiner Karriere immer wieder klar K.O. gegangen. Ich finde, das hat so ein bisschen an seiner Legende geknabbert, während das jetzt einfach irgendwie noch so ein bisschen was zu Silvas, ich will nicht sagen Mythos hinzufügt, aber irgendwie zu diesem merkwürdigen Charakter, der einfach war. Ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Aber ich würde jetzt ganz gerne mal kurz noch umschwenken. Und es mag jetzt vielleicht auch ein bisschen merkwürdig klingen, aber meiner Meinung nach, obwohl ich überhaupt kein Problem damit habe, wenn man auch sagt, Anderson Silva ist der beste, größte, den wir in der MMA-Welt hatten. Aber meiner Meinung nach ist Chris Weidmans Kampf gegen Vitor Belfort für ihn gefährlicher als gegen Anderson Silva. Was meint ihr? Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, denn wenn wir uns Victor Belfort die letzten Kämpfe mal angucken, dieser Mann wird immer stärker. Ich glaube, das haben wir die letzten Male schon immer gesagt und ich glaube wirklich, das wird ein richtig, richtig hartes Stück Arbeit für Chris Weidman. Das ist wieder dieses Ding. So, ich habe das Gefühl, es sind so einige Kämpfer wie Belfort, wie Faber, die wirklich mit dem Alter immer besser werden. Und wenn sich Belfort jetzt immer noch ein Stückchen steigern kann, dann wird das wird ein hartes Stück Arbeit für Chris Weidman. Für mich denke ich mal, ist hier die große Frage in dem Kampf, wo der Kampf stattfindet. Wenn sie den Kampf tatsächlich in Las Vegas ansetzen sollten, wird Belfort Probleme bekommen, seine Ausnahmegenehmigung für die Testosteronbehandlung zu bekommen, die er im Moment bekommt. Und wir haben bei Alistair Overeem gesehen, wie das dann läuft, wenn die Leute eben nicht mehr ihre Testosteronbehandlung bekommen. Und ja, ich denke, das würde Belfort schon einen ordentlichen Knacks verleihen. Und ich denke mal, würden wir dann nicht mehr den Belfort sehen, den wir in den letzten Kämpfen gesehen haben. Für mich
ist Belfort im Stand gut. Ich habe das vorhin schon gesagt. Und wir haben aber auch gesehen, wie Whiteman mit Silva im Stand klargekommen ist. Also er hat Silva gut getroffen. In dem ersten Kampf hat er ihn K.O. geschlagen. Das kann man jetzt auf Silvas Getue da zurückführen oder nicht. Er hat ihn getroffen. Und also da bin ich gespannt, wie das da im Stand aussieht. Und ja, wie gesagt, also wenn Whiteman Belfort zu Boden bringt, dann ist das für mich eine klare Angelegenheit. Ja, wie gesagt, also es ist ein interessanter Kampf, aber ich denke eigentlich nicht, dass Belfort Whiteman da groß gefährlich werden kann. Ja, und ich will dir da jetzt auch recht geben, ich würde es auch ganz gerne sehen, wenn es dann tatsächlich jetzt zu dem Titelkampf kommt, wonach es auf jeden Fall auch aussieht, dass es dann in Las Vegas stattfindet oder zumindest auf Territorium, wo wirklich sehr, sehr genau hingeschaut wird und ja, einfach, da war auch zu viel Kontroverse jetzt in der Vergangenheit um Vitor Belfort und die ganze TRT-Geschichte. Ich finde, wenn es um den Titel geht, dann darf man sich da auch wirklich nichts erlauben und da muss da auch wirklich alles genau geprüft werden und ich finde, wie gesagt, bei einem Titel, da darf halt wirklich nichts schief gehen und von dem her, ich hoffe, dass sie das auch wirklich machen, dass es nach Las Vegas geht, denn dann wäre ich damit auch zufrieden und ich wäre natürlich auch sehr gespannt zu sehen, wie Vitor Belfort dann tatsächlich aussieht und ob er ohne TRT dann immer noch diese Maschine ist, wie er jetzt in den letzten Kämpfen ausgesehen hat. Von dem her bin mal gespannt, wenn da dann noch weitere Details veröffentlicht werden. Und ich denke, das ist ein Kampf, auf den sich auch sehr viele Leute freuen werden, denn jetzt geht es auch darum, wie geht es im Mittelgewicht weiter. Wir haben diesen super dominanten Champion in Anderson Silva, der jetzt allen Anschein nach tatsächlich jetzt abgetreten ist und Chris Weidman, der ihn zweimal besiegt hat, wie geht's für ihn jetzt weiter? Kann er da noch einen oben draufsetzen und ebenfalls ein wirklich sehr, sehr dominanter Champion werden? Wird das nicht schaffen? Ich denke, Vitor Belfort ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Test für genau das. Da würde ich dir jetzt gerne mal eine Überleitung klauen und nochmal zurückgehen auf der Karte. Denn Anfang des Jahres tauchte ein junger Herr auf aus Jamaika und dachte mir schon, alles klar, der Junge hat das Potenzial, irgendwann den Mittelgewichtsgürtel umgelegt zu bekommen. Ich rede natürlich von Uriah Hall, der dann ich glaube, es ging wirklich los mit dem Finale der TAF-Staffel, so ein bisschen eingebrochen ist. Körperlich und technisch ist der Junge einfach überragend und hat wirklich alles mitgebracht, was man braucht, um Champion zu werden. Aber irgendwas war da nicht richtig mit seinem Kopf. Dana White hat es auch offen angesprochen und hat offen gesagt, der Junge, dem fehlt dieser Killerinstinkt, der ist zu lieb. Und danach hat Dana White das erste Mal, glaube ich, so offen ausgesprochen wie noch nie, wer diesen Kampf verliert, fliegt raus. So, hier geht's in dem Kampf geht's um Uriah Hall und Chris Lieben. Wie habt ihr den Kampf gesehen? Also, um jetzt nicht zu sehr auf den Kampf selbst einzugehen, muss ich sagen, was ich von dem Kampf am meisten mitgenommen hat, ist, ich habe wirklich Respekt davor, dass Chris Lieben dann nach Ende von Runde 1, als er dann bei seiner Crew war, gesagt hat, er möchte, dass der Kampf gestoppt wird, noch während eben Rundenpause zwischen 1 und 2, wirklich Hut ab. Das ist genau das, was ich sehen wollte. Weil wir haben es einfach in der Vergangenheit zu oft gehabt, dass die Kämpfer viel zu viel Schaden nehmen. Und für Chris Lieben war es eindeutig, dass es Zeit wird, hier den Kampf abzubrechen und warum sich noch weitere Tortur ja unterziehen. Zumal es wirklich am Ende der Runde so war, dass er fast ausgenockt war. Und er hat auch, glaube ich, dann einen Angestellten von der UFC dann auch auf dem Weg zu seiner Corner dann gefragt, ob er ausgenockt wurde. Man hat gesehen, also er war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schwer getroffen. Und von dem her, seine Entscheidung dann zu sagen, dass er das Handtuch schmeißt, fand ich, war die absolut richtige Entscheidung. Und ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft noch öfters von Kämpfern sehen, dass sie einfach den Mut haben, diesen Schritt zu gehen, auch wenn es von den Fans wahrscheinlich jetzt nicht ganz so positiv empfangen wird. Für mich war der Kampf wieder so ein bisschen merkwürdig. Also ich muss zugeben, ich habe die 17. Staffel von The Ultimate Fighter eigentlich auch hauptsächlich wegen Uriah Hall geguckt, weil er da einfach so wie eine Maschine durch seine Gegner durchmarschiert ist. Und hier, ja, er war viel im Rückwärtsgang und du hast einfach wieder nicht diesen aggressiven Kämpfer gesehen, der er dabei tough war. Und er hat Lieben am Ende gut angeklingelt gehabt, hat ihn kurz vorm K.O. gehabt und ja, gut. Dadurch, dass Lieben jetzt aufgegeben hat, hat er ihm so ein bisschen den K.O.-Sieg geklaut. Ja, ich weiß es immer noch nicht genau, was ich von Hall halten soll.
Er hat gegen John Howard eine ganz merkwürdige Leistung abgeliefert mit ganz viel Abgeklatsche und was weiß ich nicht alles. Es ist alles schön und gut, wenn du Respekt vor deinem Gegner hast, aber wenn du dann so viel Respekt vor dem hast, dass du den eigentlich gar nicht wirklich treffen möchtest, ja, da kannst du nicht wirklich weit kommen. Und ich bin jetzt gespannt, wie das in seinem nächsten Kampf aussieht und gegen wen er da antritt. Und ja, also. Ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass Hall tatsächlich das im Mittelgewicht weit bringen kann, wenn er da nicht wirklich irgendeinen Schalter umlegen kann, dass er auch wirklich kein Erbarmen mehr mit seinem Gegner hat und dann halt auch mal zuschlägt, wo er eigentlich nicht zuschlagen möchte. Was mir gestern aufgefallen ist, war so, dass die ganzen Bewegungen von Hall schon mal wieder ein bisschen mehr in die Richtung gingen, die wir in der TAF-Staffel gesehen haben. Er hat nach langem mal wieder sein Spinning Wheel Kick ausgepackt, mit dem er ja auch in der TAF-Staffel diesen richtigen Monster-K.O. gelandet hat. Auch seine ganzen Bewegungen, wie locker er auf der Beine ist, Cardio war top und Chris Lieben ist ihm wirklich nur hinterhergelaufen, kam da nicht ran. Ich hoffe wirklich, dass es Klick gemacht hat. Vielleicht hat May Miller da dazu beigetragen. Die beiden haben sich ja außerhalb des Rings vor kurzem mal getroffen. Ich hoffe, dass der Schalter umgelegt worden ist, weil das Potenzial hat er einfach. Körperlich sowie technisch gehört er einfach nach oben. Es ist halt diese Kopfsache und ich hoffe wirklich, dass es jetzt klappt. Und alles in allem war das auch eine wirklich sehr solide Leistung von ihm. Hat er auch sehr gut gemacht. Und was mich auch beeindruckt hat, wie gut er tatsächlich aussah, im Rückwärtsgang dann doch offensiv zu sein. Er hat es geschafft, so ziemlich jeder Offensive von Chris Lieben aus dem Weg zu gehen und trotzdem wirklich noch gute Treffer zu landen. Und vor allem gegen Ende der Runde dann sehr harte Treffer zu landen. Wie gesagt, also man kann eigentlich schon fast sagen, dass er Chris Lieben gegen Rundenende ausgenockt hat. Das war auf jeden Fall, Chris Lieben war auf jeden Fall fertig mit der Welt. Und ja, Uriah Hall hat vom Publikum ein bisschen ja, Buhrufe kassieren müssen, einfach für seinen Stil, dass er zurückgegangen ist. Aber sagen wir mal ehrlich, wenn man gegen Chris Lieben kämpft, von dem man so viele Knockouts gesehen hat, da muss man einfach vorsichtig sein. Und ich fand, er hat den richtig perfekten Kampf gekämpft. Und wäre der Kampf noch in die zweite und dritte Runde gegangen, dann denke ich mal, hätte er seinen Vorsprung noch weiter ausgebaut. Und ich denke mal, Uriah Hall ist auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Ja, das Problem ist bei ihm ja jetzt halt, man hat ja halt die Bilder von der TAF-Staffel im Kopf und dementsprechend sind da halt auch die Erwartungen, wenn er in den Käfig steigt. Und jetzt ist halt immer wieder das Fragezeichen hinter ihm, kann er nur so tolle Leistungen zeigen, weil die Gegner bei TAF halt eben nicht so, ja, von so einem hohen Kaliber war, möchte ich das jetzt mal sagen. Weil wenn man in seinen Kampfrekord guckt, er hat ja schon vor seinen ersten Kämpfen in der UFC verloren, da gegen Chris Weidman und Costa Filippo. Gegen beide Kämpfer kann man gewinnen, aber das waren dann halt auch wieder ein paar bessere Kämpfer. Und die anderen Kämpfer, die er geschlagen hat, das sind eben irgendwelche No-Names, die es noch nie irgendwo ja, zu einem größeren Veranstalter geschafft haben. Und von daher ist da wirklich dieses große Fragezeichen hinter ihm. Und ja, ich weiß nicht, wen er da jetzt in seinem nächsten Kampf schlagen müsste, um dieses Fragezeichen mal ein bisschen wegzuwischen. Ja, wenn du das gerade so ansprichst, ich denke, es wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn er einfach nicht diesen Hype von der TAF-Staffel bekommen hätte, sondern wenn er einfach genügend Zeit gehabt hätte, irgendwie sich in die UFC einzufinden, denn da waren einfach so viele Augenpaare auf ihn gerichtet und so viele haben dann auch vorschnell dann geurteilt und siehst, oh, das ist der nächste Gegner für Anderson Silva und ja, ich denke, das hat im Endeffekt ihm wahrscheinlich eher geschadet. Aber so wie es aussieht, hat er auf jeden Fall sich jetzt auch überwunden und wenn er so weitermacht, dann hat er auf jeden Fall noch gute Chancen im Mittelgewicht große Dinge zu machen. Also alles in allem muss man wirklich sagen, ein sehr gelungenes Ende für dieses Jahr 2013, ein wirklich geniales Event und man muss wirklich sagen, von dem allerersten Kampf bis zum letzten Kampf hat sich's wirklich gelohnt und ich würde es euch empfehlen, schaut's euch nochmal an, ist ein klasse Event und war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Das war es nun auch vorerst von uns. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, hoffen, ihr wart von UFC 168 auch gut unterhalten und würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Sendung wieder reinhört. Macht's gut und bis zum nächsten Mal hier bei Ground and Pound Radio. Ground and Pound. Ground and Pound.